Okay, komm, wir reagieren auf ein neues Video von Tom Supreme. Wie lächerlich sind Frauen? Absturzjugend Christopher Street Day. Da hätte ich gerne Laso gesehen, aber das geben wir uns trotzdem. Weil das ist die YouTube-Meta in Deutschland. Einfach nur ein Hund, Digga. Miau. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht schon wieder CSD. Wir sind back. Danke. Digga, Tom Supreme ist so anstrengend, Digga. Er ist so anstrengend, Bruder. Ich bin auch anstrengend. Ich weiß. Reagier nicht, doch. Natürlich reagiere ich. Das ist trotzdem nichts daran, dass es anstrengend ist. Schon mal die Schokorosette. Diesen Videofunder würde ich sagen, wir starten heute rein, fragen und mal wieder ein bisschen unangenehme Fragen. Man weiß manchmal gar nicht, wer ist. Deswegen würde ich sagen, wir gehen rein. Entschuldigung. Ich darf dich was fragen. Ja. Wurde hier schon mal gleichgeschlechtliche Liebe aus... Der Christopher Street Day ist die größte Homo-Parade, Homo-Party, die es gibt in Deutschland, ne? Zwei Tage lang oder so, ganz Berlin Straßen sind zu, glaube ich. Getauscht miteinander. Untereinander? Untereinander? Ja. Nein. Habt ihr noch nie getestet von der anderen? Nee. Ummachen. Auch sehr intensiv rummachen, ja. Mit ihr? Wir beide. Na, zeig doch mal her, dort. Und du? Nee, ich hab einen Freund. Noch nie getestet? Nee, außer halt so küssen oder so. Was treibt euch dazu, jemanden zu küssen? Wenn ich jetzt überlege, einen Jungen zu küssen, hätte ich jetzt nicht so Lust drauf. Warum macht ihr das? Hä? Ihr Typ macht's doch andauernd. Nee. Wie sieht's bei euch aus, Chat? Was sagt ihr? Das ist meine Freundin. Ach so, Merkai, okay. Guten Tag. Warte, ihr seht den nicht hier. Gina. Gina? Es ist meine Ehre, Gina. Wie stellen Sie sich Ihren Traummann vor? Einfach mitlachen. Ich rede gar nicht mehr. Ich bin bei den eh unten durch. Ich lache einfach. Schwierige Frage. Also auf jeden Fall feminin. Jamie, wie ist ihm dort? Ne, die schlagen mich kaputt, die Idris. Da gehe ich lieber nicht hin. Rogin, nett, freundlich, sympathisch, ehrgeizig. Wie lange haben Sie denn für Ihr Make-up gebraucht? Weil das sieht ja wirklich geil aus. Zwei Stunden. Ach so, stark. Dann lass deine Meinung raus. Das ist meine Meinung, Digga. Er hat sich zwei Stunden so geschminkt, Digga. Das war meine Meinung. Danke. Warum hat es hier denn schon ein bisschen gekrustet? Haben wir da was im Mund gehabt? Alkohol. Alkohol und den einen oder anderen. Baby, baby, können wir mal einen Catwalk haben? Du siehst aus, als ob du mal in der Modelbranche warst. Und heppa, heppa. Oh, geiles. Haben Sie schon mal vom anderen Geschlecht probiert? Nee. Guck mal, ich hab was Geiles für dich. Guck mal geradeaus. Da hinten, guck mal. Hoppa, hoppa. Nur zur Info, Digga, da ist gerade jemand vorbeigelaufen, der sein nacktes Teil mindestens 15 cm geht in die. Hier rumläuft, Digga. Was sagen wir dazu? Nicht so geil. Und wann ist es geil? Also nicht in der Öffentlichkeit. Öffentlichkeit gar nicht. Nee. Gibt's sowas auch in anderen Ländern? Ungern. Solche Events? Spreche ich heute, ne? Mann, Alter, wäre mal Laso da gewesen. Ihr habt doch bestimmt. Allerdings was zu lachen gehabt. Schon mal vom anderen Geschlecht genascht, oder? Schon mal das Verlangen gehabt. Eine Frau. Ne? Also ich finde Frauen schon sehr attraktiv. Wenn man seine Meinung sagt, kriegt man nur Shitstorm, deswegen lieber nichts sagen. Halit, mein Bruder, mein schöner, barmherziger Bruder. Egal wie oft du dich bei dieser Szene entschuldigst, die nehmen dich so oder so nicht ernst. Hanne, wenn ich rede sowieso, mach dir mal keine Sorgen. Richtig, das Verlangen nein, aber so ein Dreier hätte ich schon mal Bock, ja. Hast du nicht die Eröffnungsfeier bei der Olympiade in Paris gesehen? Da habe ich nicht gesehen. Hä? Aus welcher Hölle kam das denn jetzt, Digga? Die haben versucht, das letzte Abendmahl zu nachzuimitieren. So ekelhaft alles, Gottesgelästerei, das wird nicht mehr angezeigt. Die haben das rausgenommen. Ah, okay. Bruder, aber das ist krass, oder? Die löschen sowas im Nachhinein, aber ich frage mich, denkt man nicht vorher dran, dass das vielleicht ein Shitstorm für Shitstorm sorgen kann? In der Theorie? Wie verteilt? Ja, zwei Frauen. Ein Mann. Ganz klare Sache. Hast du einen Freund? Ja. Und was sagt der? Der hätte an sich auch Bock, aber ich kann mir das nicht mit meinem Freund vorstellen. Weil dann weiß ich nicht, dann ist das schon wieder, dann kommen da so ein paar Eifersuchtgedanken. Also, aber du müsstest jetzt schon erst Schluss machen, oder? Ja. Ja, schauen wir mal, wie es wird, ne? Die ist schon mal vom anderen Geschlecht. Drug Queens haben das Abendmahl inszeniert, ja. Was soll ich dazu sagen, Alter? Robert? Ja. Gute Organisation auf jeden Fall. Haben sich auf jeden Fall, das Marketing-Team hat sich auf jeden Fall was krasses dabei gedacht anscheinend. Absolut, Digga. Ja. Ihr beide auch? Ja. Zeig mal her da. Also nicht miteinander, aber... Aber sollen wir miteinander? Du auch. Ey, lass mal. Das ist so gut. Warum zeigst du mir einen Stinkefinger? Aber ich hab's nicht getan, weil ich mich kontrolliere. Dezent aus wie Florian Wirtz vom Nationalteam. Walla, wenn Tom Supreme wie Florian Wirtz aussieht, sehe ich aus wie Obama, Digga. Alle Kartoffeln, ich würde sogar sagen auf... Die junge Hüpfe. Welches Geschlecht ordnest du dir zu? Ich bin eine Frau. Auf was stehst du jetzt? Auf Frauen. Walla, super Übergang, Sanki. Dem Übergang gebe ich eine 6 von 10. Nee, 7 von 10, auf korrekt. Ja, auf
Bist du dann quasi lesbisch, oder? Ja, genau. Und also willst du auch quasi mit ihr? Was? Nein, nein! Wann hast du gemerkt, dass du auf Frauen dann stehst? Ich? Im Kindergarten. Ich habe da mal mit einem Mädchen rumgemacht. Bestimmt wusste sie im Kindergarten schon, dass sie homosexuell ist. Stark. Das ist halt schwer für mich mitzudiskutieren, ne? Weil ich bin nicht homosexuell, aber naja. Und in der Grundschule. Und der Grundschule ist, seitdem mache ich auf jeder Party so mit Frauen rum und habe gemerkt, die können einfach viel besser küssen. Hey. Okay. Hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. Come on, Vikinger. Each horizon is a new beginning. Haben Sie schon jemand gesehen, der hier ganz... Da, es müsste auf jeden Fall erstmal ein... Starke Perücke, starke Frisur. Stelle vor, das ist dein Onkel. Eine Frau sein. Ach so. Da ich eine Frau möchte, immer noch als Partnerin. Sind wir jetzt ein Mann oder wie? Ich bin noch, tatsächlich noch Mann. Noch. Aber bis zum nächsten Jahr nicht mehr. Wirklich? Ja. Ich habe am 1. August Termin bei uns in Leipzig im Standesamt und mache den Antrag auf Namens- und Geschlechtsänderung. Hormone zuerst, über 2 Jahre und dann steht denn erst die Brust-OP zu. Dann verhinderst du ja, dass du... Er hat sogar einen Bären, das sehe ich, Ella, tatsächlich. ...dich fortpflanzen kannst. Habe ich schon, ich habe schon jung, der ist 14 Jahre alt. Ey, die Musik aber von den Leuten ist so geil. Stell dir vor, du hast einen Vater und er macht danach eine Geschlechtsumwandlung. Ist auch stark, oder? Ich frage mich, wie man sich als Kind dann so fühlt so. Hey, wie geht's deinem Vater? Gut, aber kannst du ihn jetzt bitte Annemarie nennen? Er ist jetzt eine Frau. Vater von Kylie Jenner, ja auch. Auch dasselbe eigentlich. Hast du schon mal vom anderen Geschlecht genascht? Vom anderen Geschlecht? Geschlecht? Ja, vom... Also anderen. Nee, warte mal. Vom gleichen Geschlecht genascht? Ja. Was haben wir gemacht? Mal ausprobiert, aber nicht viel, also... Geküsst und was haben wir noch gemacht? Rumgemacht. Und die Schere? Mal probiert die Schere? Nein. Für mich persönlich dann doch lieber... Penis. Der Penis. Der Penis. Wie lang muss Penis sein? Da gibt es schon so ein paar Maßen, wo ich sage, das muss schon mindestens drin sein, aber ich möchte da keine Zahlen nennen. Solltest du lieber auch nicht, sonst fühle ich mich nicht diskriminiert. Das denke ich auch. Wie viele Aufrufe hat das Video? 130.000 nach 6 Stunden? Gut? Ja, oder? Aber solange man die Technik drauf hat, ist alles. Tadeusz, die Technik! Die habe ich auch nicht drauf, aber die immerhin. Hast du auch nicht drauf? Na, dann tut es mir leid, aber du kannst lernen. Ja, danke. Aber ich möchte es nicht von dir lernen. Nein? Ich habe nämlich schon eine Spielkameradin. Ja, wo ist sie denn? Die ist halt nicht hier. Nee? Okay. Die ist hier drin. Die ist in deinem Kopf nur. Ja, manchmal kann ich sie auch aufblasen. Ah ja, das ist Puppe. Genau, mit der spiele ich gerne man mal. Man kennt's. Ja, wenn es dir Spaß macht. Also ich würde dir zwar eher was Richtiges empfehlen. Nee, aber... nee, manchmal macht sie auch ein Geräusch. Quiek. Okay. Schönen Tag noch. Ja, dir auch. Was machst du hier? Ich tanze dich an, Alter. Hey. Da hat er mich zum ersten Mal so lachen gebracht, ich sag dir ehrlich. Ich tanz dich an, Alter! Sag mal her, was hast du denn an, doch? Ja, eine Strumpfhose. Warum machst du das an? Ja, sieht auch sexy aus, oder? Willst du die Frauen oder die Männer besitzen? Meine Freundin. Bist du, Single? Hey, komm mal mit auf die Aftershow-Party. Wo ist sie? Ja, Digga, überall. Ich glaube, sie haben einen richtigen Schaden im Kopf. Ich habe einen richtigen Schaden im Kopf, ja. Und zusätzlich haben sie sich noch verletzt am Kopf. Ah! Und was macht die Baustelle? Und was finden wir geil, Frauen oder Ärsche? Erstmal mega Stimmung, ja. Stell dir vor, das ist dein Nachbar. Ja, scheint doch sehr nett zu sein. Ja. Oh, da kommt doch schnell mal der... Bisschen... Kennst ihn doch. Knulli raus, ne? Getränkerückgabe. Getränkerückgabe. Digga, Mann. Dürf ich Sie mal kurz fragen, warum Sie jetzt quasi hier nackt stehen? Erzähl mal, Digga. Weil das Teil meiner Persönlichkeit ist und ich finde, all die Kleiderzwänge sind Teil von Unterdrückung. Es ist nicht nötig. Der Nudismus ist Teil von mir und deswegen lebe ich den hier aus. Kann dem Bruder ein T-Shirt geben, bitte. Jetzt ein kleines Kind hier auf Augenhöhe ihres Genitals vorbeiläuft. Ja. Was würde ich das Kind denken? Für Kinder ist es kein Problem, einen nackten Menschen zu sehen. Ach so, warum? Nackter Mensch ist normal. Die Kinder sind auch nackt. Was machst du da? Ja gut. Bruder, was passiert jetzt hier aber? Bin hier hübscher Mann. Auf der Pride. Bruder, diese Leute können aber richtig gut deren Stimmen so verstellen und betonen, ne? Hanne, hast du dir diese Stimme auf diesen Körper vorgestellt? Sei mal ehrlich. Einen nackten Menschen zu sehen. Ein nackter Mensch. Big Mama Haus. Ist normal. Die Kinder sind auch nackt. Was machst du denn hier, hübscher Mann?
auf der Prime. Guck mal, der links, ja, er ist nackt. Achso, das ist doch der, den er aufgenommen hat. Er war da immer nackt am Stehen, Digga. Ja, leck mal Lolli. Lalalala. Wow, hast du schon was? Nee, oder hast du heute, oder? Was habe ich heute? Ist das, das der einzige geleckte Gegenstand? Genau, das ist der erste. Digga, Mann, Alter. Eine Welt, zwei Parallelen, meine Damen und Herren. Vielleicht deiner wird der zweite. Ja, aufgeregt. Stellt euch diese Fantasie einmal vor, bitte. Ja, danke. Ach, das schaffen wir schon. Meine Zunge hat Übergröße. Wow. Alter, mit Herz einfach, mit Herz. Hier, toleriert das Chat, was ist denn los mit euch? Wie, Ella Kotz-Emoji, was denn? Die machen doch nur Liebe auf offener Straße. Du bist auch schon auf Wolke 7 unterwegs, oder? Komm, lass uns fliegen, Alter. Ja, ich möchte, dass du gehst. Ich gehe. Sorry. Aber voll nett. Guck mal, wie nett er das gesagt hat. Ja, ich möchte, dass du gehst. Und der andere so, sorry. Wer hat hier den weiblicheren Part? Ich tippe auf links. Sieben unterwegs, oder? Ja, ich möchte, dass du gehst. Sorry. Ich gehe geschwind. Was ist dein Format? Ein bisschen chillen, oder? Was ist denn das für ein Format? Was machst du eigentlich auf YouTube? Wer ist das? Ich kenne dich gar nicht. Wer bist du? Das ist der Lieblingssatz von mir. Wenn mich einer kennt und der neben, der kennt dich nicht. Und dann dieser Satz: Wer bist du eigentlich? Warum soll ich Foto machen? Keine Ahnung. Frag deinen Freund, der ein Foto will. Frag mich. Ich wollte fragen, was das für ein Mann. Wie heißt du denn auf TikTok? Hast du keinen TikTok? Das ist ein Lautsprecher-Mikrofon. Wo ist der Lautsprecher? Aber Akku ist gerade leer, leider. Guckst du mich an oder guckst du an mir vorbei? Ich schau dich an. Du bist ja so betrunken. Habt ihr denn schon mal vom anderen Ufer genascht, also vom gleichen Ufer? Ich habe sie heute geküsst, aber sonst nicht. Hast du schon mal vom anderen Ufer genascht? Nur als ich 8 Jahre alt war, habe ich mal einen Mann geküsst. Wow. Und bei mir ein bisschen gekitzelt. Have you ever kissed a girl? No. Why not? I'm very straight, I really like men. But what are you looking there then? What are you looking for? I don't mind. I don't mind. Ever thought about a woman in your dreams? I'm straight, but I have kissed all my girlfriends. Also sie sagt, sie ist straight, das bedeutet, sie ist heterosexuell, aber hat alle ihre Freundinnen geküsst, damit ich euch auch nochmal übersetzt habe, meine nicht englischfähigen Zuschauer hier. Chef Strobel, you know him? No. He's a very famous guy in Germany. Moin Chai Mix. Auch mal knabbern oder bist du auf der anderen Seite unterwegs? Ich verstehe nicht. Boah, ja, good girl. Komm tanzen. Chai Mix. Auch mal komm knabbern oder bist du auf der anderen Seite unterwegs? Komm tanzen. Unterwegs. Ich verstehe nicht. Ich will nicht. Feuer Girls. Kissing. Ah, Girls. I have boyfriend. Ist dein Girlfriend? Yes. Richtig, so nämlich. Kissen. Küssen. Junge, du sollst sie küssen, nicht aufessen am Unternehmen und dann auch noch vor Kamera. Du kannst richtig geil tanzen. Zeig mir den Haar. Ja, schneller, Junge, mehr. Wie nennt man das, Alter? Das Hacken, Alter. Hacken, Hacken, Gabba, Hacken. Eine Welt, zwei Parallelen. Er hackt auch, Digga. Baby, baby, baby. Also hier sieht's irgendwie ein bisschen wie ein Anfall aus. Dankeschön. Was habt ihr gerade gemacht im Busch? Wir waren Pullern! Und wir waren Vögeln. Ja. Guck mal, die eine versucht zu überspielen und die andere gibt's einfach zu. Naja, ich war Pullern. Und Vögeln. Was habt ihr gerade gemacht im Busch? Wir waren Pullern! Und wir waren Vögeln. Ja. Schön gekackt erstmal in den Busch, ja, rein, Digga. Schon mal vom anderen Ufer genascht. Ja, hier sie. Ja, habt hallo ihr das gerade gemacht? Natürlich, oder? Nachdem wir gekackt haben. Narzisste, Walla Absturz, aber richtig los. Was? Was ist denn jetzt los? Narzisste, Talahina Durun. Walla Absturz, aber richtig lustig, ich schwöre. Walla nicht so rumlaufen. Walla, ich schwöre, das war lustig. Walla, Billa, ich schwöre bei allem. Ein bisschen trinken, ein bisschen kiffen. Bisschen kiffen auch? Ja, ein bisschen kiffen. Hast du schon mal was anderes probiert? Ja, alles eigentlich. Ja, Ecstasy, LSD, Puss, alles. Wie alt bist du? Darf ich das so sagen? Also, ich bin 16, Leute. Das ist Berlin! Tasch wie Benzin! 24-7 auf Amphetamin! Berlin! Alles schon probiert?
Ja. Aber jetzt, ich hab aufgehört, nur noch manchmal Ecstasy. Manchmal Ecstasy auf locker, weil ich bin 16, weißt du? Hä? Und Schule? Tatsächlich läuft gut. Ich hatte ein Jahr, wo ich gar nicht mehr da war, aber jetzt bin wieder da. Was hast du in dem Jahr gemacht? Ja, in dem Jahr hat das alles so angefangen mit Ecstasy. Hanni, wie kommt eine 16-Jährige dazu, Ecstasy zu nehmen? Ich verstehe das nicht, Bruder. Was habe ich mit 16 gemacht? Mit Ecstasy und so. Ich hatte keinen Bock auf mehr auf Schule. Ich wollte meine Zeit nur mit meinen Freunden draußen, mit Kiffen oder so verbringen. Jetzt, ich habe zum Glück aufgehört, Leute. Zieht eure Schule durch. Ich wollte nicht nochmal machen. So, ist das Hauptschule oder was ist das? Hauptschule. Also ich bin jetzt 9. Klasse. Mit den Jungs hier? So jung, Alter, Alter. Es tut mir echt leid, ey. Schon ein bisschen gechillt, oder? Mann, ich kenne ihn, seitdem wir kleine Kinder sind. Was hältst du von dieser CSD-Mäßig? Ich schwöre. Hä? Ich finde das nicht geil, Bruder. Bei Schule bei dir, sie hat gesagt, sie musste wiederholen und sowas. Ich? Bruder, ich musste auch wiederholen. Musst du auch wiederholen, Bruder? Rausgeworfen, ja. Was? Ich wurde rausgeworfen. Wieso wurdest du? Einfach Kapital ist auch am Start, Wallah. Rausgeworfen? Weil ich den Lehrer geschlagen habe. Du hast den Lehrer geschlagen? Er war Nazi. Du hast den Lehrer... Der Klassiker. Geschlagen, weil der ein Nazi ist. Was hat er denn gemacht zu dir? Ja, der ging so über Jahre, er hat immer... Faxen gemacht, Stifte oder sowas. Generell Sachen weggeworfen von einem. Anzeigen gegeben ohne Grund, meine Mutter angeschrien. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du ihn gehauen hast? Na, irgendwann war es zu viel. Er hat mich angefasst, habe ich ihn gehauen. Mit Faust oder so, richtig? Ja. Ins Gesicht? Ja. Hat er sich gewehrt? Nein, er hat die Bullen gerufen. Du bist wohl schon Schule geworfen? Ja. Aber jetzt ist alles wieder im Gleichgewicht, sagst du? Nein. Offene Haftstrafe, Gerichtstermine, alles. Warum machst du das denn? Keine Ahnung. Langeweile. Du musst aufpassen. Du hast nur ein Leben. Boah, warum soll ich mit mir ein Leben nicht machen, was ich will so? Hier ein Doggy spielst. Und dann hast du ihn noch im Internet gefickt. Da, Tom Supreme. Oder was? Oh ey, was ist denn jetzt los, Alter? Wir sind jetzt im Livestream. Einfach mal so sein, wie man niemals ist. Benutzt weil... du das auch privat, die Dinger? Privat? Ja, klar. Was wird da gemacht? Das sind so Sachen, wisst ihr, warum ich mir das angucke? Das sind so Sachen, die ich im normalen Leben niemals sehen würde. Oder ich nicht mal einen Gedanken verschwenden würde, wie sowas überhaupt so, weißt du? Ist krass. Macht. Nass. Spiele. Na, so anketten. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier, Tanz, guck mal hier, guck mal hier. Was wird da gemacht? Hier, einfach Man in the Mirror, guck mal hier. Guck mal hier. Privat? Ja, guck jetzt. Man in the Mirror. Was wird da gemacht? Yeah, er guckt auch zu viel Dings. Gemacht? Nass. Spiele. Alem hat den auch an seinen Eiern. Na, so anketten. Guck mal hier, Tanz, Digga. Sowas alles. Das habt ihr schon gemacht? Ja, klar. Du hast da ein paar Spielsachen, so eine Kiste. Und da ist so ein großes Fragezeichen drauf. Die öffnest du, Alter. Und dann steckst du es in dein rein, Alter. Hast du da vielleicht so ein... Gib ihm! Liebespärchen oder vielleicht so ein Monsterhelde oder so. Und dann steckst du das drin und kickst mal, was die Frau dazu sagt. Kickse! Hä? Kickse mal! Von Peitschen oder sowas. Ja, die sind auch... Wurdest du auch schon mal gepeitscht? Eventuell, ja. Ja, und jetzt? Und jetzt? Was denn, Dickerchen? Meinst du, ob ich schon was mit Frauen hatte? Richtig. Natürlich. Halleluja. Hallo? Entschuldigung, darf ich was fragen? Ja. Jay! Was willst du? Was willst du? Was, Bruder? Guck mal ihre Stimme, guck mal ihre Stimme jetzt, okay? Achtet nur auf dieses, achtet nur auf den Ton aus dem Hals, ja? Guck jetzt. Was willst du? Hast du schon mal von mit einer Frau geküsst? Ja, gerade eben. Na, wie geht's? Hi. Alles lieb. Bei dir? Bist du ein bisschen locker? Ein bisschen. Was hast du? Ein bisschen. Gemacht? Oh, Popo, ey. Was? Ein Interview? Ja, ich wollte dich was fragen. Zeit auf YouTube? Oh, shit. Du hörst mich ein bisschen an diese von Harry. Er ist einfach 3 Meter, ha? Huh? Potter, die Böse, weißt du welche? Die Böse. Slytherin? So, ich muss die Party mal crashen gerade. Wir schaut müssen es auf YouTube. Wir machen hier schnell was. Auf wen stehst du? Also, auf Frauen. Frauen? Bist du einer wie ich und du? Ich bin Crossdresser. Wie? Drag Queen oder Crossdresser? Drag Queen? Ja. Oder Crossdresser? Croissant, Alter. Crossdresser. Irgendeine Weisheit zum Ende. Oh, Opa. Nochmal eine Weisheit zum Ende des Videos. Ich find's gut, dass ihr hier seid und ich feiere euch, dass ihr hier seid. Ich liebe euch. Wie heißt euer Kanal? Lavin Already. Ich liebe One Already und ich feiere euch, dass ihr hier seid und dass ihr... Liebe Grüße, eure Kisha. Yeah. Ich werf hoch, hängst den, okay? Und hoch. Ich weiß nicht, was ich von diesem Video halten soll, Digga. Ihr könnt's ja gerne in die Kommentare schreiben. Danke fürs Einschalten.